So, dann herzlich willkommen von meiner Seite. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zum 11. Hamburger Mediensymposium. Schön, dass Sie alle da sind. Ich bin heute Ihre technische Moderation. Sie können mich unter dem Admin-Account erreichen oder unter dem Katharina Mosen-Account. Außerdem unterstützt meine Kollegin Christiane Matzen mich, wenn es technische Probleme gibt. Ansonsten sind Sie alle Profis in diesen Meetings. Ich darf Sie bitten, wir starten ja mit einem kleinen Input, solange erstmal die Mikrofone auszulassen, bis wir dann mit Ihnen auch in die Diskussion kommen. Tatsächlich, Sie dürfen natürlich gerne die Videokamera anstellen. Wir zeichnen auf, das haben wir vorab mit Ihnen kommuniziert und auch abgefragt. Nur nochmal hier die Information, dass aufgezeichnet wird. Wir werden auch den ein oder anderen Screenshot machen und für unsere Öffentlichkeitsarbeit benutzen. Und ich darf Sie herzlich bitten, auch schon während der spannenden Inputs Ihre Kommentare, Fragen, vor allem aber Wortmeldungen im Chat zu sammeln. Wir machen es so, dass wir versuchen, über den Chat das Ganze abzuwickeln. Das heißt, wir freuen uns sehr. Sie müssen gar nicht Ihre ganze Frage reintippen. Sie dürfen uns einfach ein Zeichen im Chat geben, dann auch später für die Diskussion und dann rufen wir Sie auf, sodass wir auch wirklich mit Ihnen ins Gespräch kommen können. Wenn Sie nicht mögen, schreiben Sie Ihre Frage rein, aber sehr gerne kommen wir auch mit Ihnen direkt über die Tonspur ins Gespräch. Und jetzt darf ich schon übergeben an Wolfgang Schulz vom Bredow-Institut. Wolfgang. Ja, vielen Dank, Katharina Mosene, und ein herzliches Willkommen an Sie alle zu dem 11. Hamburger Mediensymposium. Diesmal in der Edition Kompakt und Digital. Und die Frage, die wir uns für heute vorgenommen haben, ist: Kann Medienrecht den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern? Mein Name ist Wolfgang Schulz, ich bin Direktor des Leibniz-Instituts für Medienforschung, also known as Hans-Bredow-Institut. Und bevor ich inhaltlich noch ein klein wenig zur Einführung sage, übergebe ich für die Begrüßungsworte an Herrn Rathke, der Vorsitzende des Ausschusses Medien- und Kreativwirtschaft der Handelskammer Hamburg. Die Handelskammer Hamburg ist unser traditioneller Partner, genauso wie die Medienanstalt Hamburg-Schleswig-Holstein bei diesem Mediensymposium. Und ich nutze die Gelegenheit, mich ganz herzlich für die super Kooperation in den letzten Jahren zu bedanken. Herr Rathke, bitte. Ja, vielen Dank für die Begrüßung. Nochmal danke, dass Sie alle Zeit haben, uns heute hier bei diesem, wie wir finden, überspannenden Thema zu begleiten, beziehungsweise den Gastgeber hier dabei zu unterstützen mit Aufmerksamkeit. Lassen Sie mich, wir haben ja einige bekannte Gesichter und einige von Ihnen kennen mich. Trotzdem glaube ich, ist das Thema, das wir uns heute vornehmen, durchaus geeignet, dass man vorneweg nochmal einmal versuchen kann zu sortieren, was heißt das eigentlich, wie sehen wir das, wie kann man aus einer medienunternehmerischen Perspektive auf diese, wie wir finden, total spannende Frage drauf gucken. Es soll diskutiert werden, ob Medienrecht den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern kann. Und ich glaube, die Frage wird auch immer wieder auf Podien gestellt und häufiger intensiver diskutiert. Es ist eine Frage, die, glaube ich, sehr grundsätzlich mittlerweile auch mit Demokratie und der Gesellschaft zu tun hat, in der wir zukünftig alle zusammenleben wollen. Es ist in Zeiten von, vielleicht muss man es wirklich so sagen, Desinformation oder zunehmender Desinformation und den damit verbundenen, zumindest teilweisen Unterminierungen von demokratischen Prozessen von besonderer Bedeutung, dass wir starke und funktionsfähige Qualitätsmedien haben. Davon bin ich überzeugt. Globale digitale Plattformen wie Google, Facebook und Amazon gestalten den digitalen Markt mit großer Geschwindigkeit und sie expandieren dabei schneller in Richtung von Medienunternehmen, als uns das umgekehrt gelingt. Das ist für Medienunternehmen eine ganz neue Dimension des Wettbewerbs, der wir Medienunternehmer uns mit großer Kreativität stellen wollen und auch müssen. Es geht mittlerweile nicht mehr so sehr um das, wie wir Antworten finden in gemeinsamen Märkten, sondern ob tradierte Unternehmen Antworten finden. Und zurückblickend muss man heute sagen, oder ich glaube, jeder spürt es von uns, digitale Medien haben die Strukturen und Dynamiken der öffentlichen Kommunikation, glaube ich, ganz grundlegend verändert. Diese Veränderung bringt ganz viel Positives. Wir schauen hier einfach mal in die Runde. Allein das ist auch schon eine Möglichkeit, digital zu kommunizieren. Aber in Summe sind es einfach mehr Möglichkeiten der Teilhabe und der Partizipation. Wir haben Distanzen zwischen uns verringert, zumindest virtuell, aber wir können auf einen Blick hin deutlich schneller und unmittelbarer miteinander in Kontakt treten als früher.
Wir können uns mit Menschen im ganzen Land, auf der ganzen Welt vernetzen und austauschen. Wir können eine Vielzahl an Meinungen und Perspektiven dabei wahrnehmen. Aber es ist auch so, dass bei allem Licht, was man da sieht, dieser medientechnologische Wandel Entwicklung mit sich bringt, die zumindest irgendwie sowas wie Sorgenfalten mal auf die Stirn packen können oder die man Herausforderungen nennen kann oder vielleicht auch als besorgniserregend beschreiben kann. Es sind einfach gewaltige neue Wertschöpfungsmodelle am Start mit sehr, sehr großen Konzernen, die eine auch ausgesprochen globale Machtfülle mittlerweile auf sich vereinen, die GAFAM. Wir kennen sie alle. Und diese Big Five der US-amerikanischen Tech-Unternehmen, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, zählen weltweit zu den 10 größten Unternehmen gemessen an ihrer Marktkapitalisierung. Die 10 größten Unternehmen der Welt, dazu gehören 5 der eben genannten Unternehmen. Allein Apple, man lasse sich das kurz auf der Zunge zergehen, ist an der Börse mehr wert als alle 30 DAX-Konzerne zusammen. Facebook hat mit 2,6 Milliarden aktiven Nutzern pro Monat inzwischen fast 8-mal so viele Nutzer oder Einwohner oder Netzwerkteilnehmer, 8-mal so viele wie die Vereinigten Staaten Einwohner haben. Das sind alles Zahlen, ich finde, die verdeutlichen, dass das wesentlich ist, dass diese Geschäftsmodelle mittlerweile auf Medien auf der Welt dramatischen Einfluss haben. Die Hürden zur Teilnahme und Partizipation am demokratischen Diskurs sind damit gesunken. Das ist super. Das ist genau die Lichtseite dessen, was wir da beobachten. Auf der anderen Seite beobachten wir eine Zunahme von Hate Speech und Fake News. Und die bekommen durch Algorithmen im Internet auch eine besondere Aufmerksamkeit und Wirkungsmacht, weil sie umgekehrt in ihrer Aufmerksamkeit und Wirkungsmacht auch positiv auf Geschäftsmodelle einzahlen. Es entstehen Online-Resonanzräume, die unsere Gesellschaft stark polarisieren. Und die Gefahr, die davon ausgehen kann, wird für unsere reale Welt, in der wir heute leben, immer sichtbarer. Man gucke sich in den USA an, was an Diffamierung von klassisch investigativen Medien vielleicht dort passiert. Wir müssen auf die Ereignisse rund um die Amtsübergabe des amerikanischen Präsidenten noch einmal uns gemeinsam erinnern, der Angriff aufs Kapitol. Ich glaube, auch all das, was sich im Umfeld von Corona-Leugnern abgespielt hat, ist auch ein Beispiel dafür, wie diese Medien uns in eine Polarisierung reintreiben, die wir uns zumindest sehr genau angucken müssen. In Europa und Deutschland sind diese Entwicklungen vielleicht noch nicht so umfangreich, aber auch hier, ich habe, wie gesagt, schon darauf hingewiesen, ich glaube, Corona-Impfgegner ist das, was einem im ersten Moment einfällt, wo man sieht, wie ungesteuerte oder wie eine spezifische Form der Kommunikationsstruktur uns in den demokratischen Kernprozessen herausfordert. Und ich würde fast sagen, und vielleicht wurde das schon in den letzten 10, 15 Jahren immer wieder gesagt, aber ich glaube, es fühlt sich im Moment wirklich so an und gerade auch am Ende hoffentlich einer Corona-Herausforderung, die ja nochmal einen wahnsinnigen Schub ins Digitale gebracht hat. Die Medien- und Kreativbranche in Europa steht an einem Scheideweg und ich spreche da wirklich für Europa, für europäisches Funktionieren von Medien- und Kreativunternehmen. Da die Geschäftsmodelle der unabhängigen Medien, die für den Meinungsbildungsprozess in einer Demokratie unerlässlich sind, vor gewaltigen Veränderungen stehen. Und fairerweise muss man sagen, dass die digitalen globalen Plattformen da eben schon lange nicht mehr als reine Anbieter von technologischer Infrastruktur irgendwie fungieren. Sie ermöglichen umgekehrt Konsumenten und Medienunternehmen nicht nur Verbreitung und Wiedergabe von Inhalten, sondern sie beeinflussen auch Inhalte durch ihre algorithmengesteuerten Newsfeeds oder durch kuratierten Content. Sie gestalten also ebenso Meinungsvielfalt und haben enormen Einfluss auf die demokratische Öffentlichkeit. Gleichzeitig muss man draufschauen, und wir sind ja in dem ganzen regulativen Rahmen, dass Haftung für Online-Inhalte allerdings geregelt wurde, bevor die meisten der digitalen Plattformen und ihre Geschäftsmodelle überhaupt entstanden sind und schon lange bevor sie so groß geworden sind und einen solchen gewaltigen Einfluss bekommen haben. Und ich glaube, als Gedanken würde ich in diese Runde mitgeben, dass es deshalb nicht mehr angemessen ist, Medienrecht im engeren Sinne zu definieren.
Wenn man auf die Triebkräfte dieser Entwicklungen schaut, dann sind das im Wesentlichen natürlich ökonomische, wie so häufig. Und deswegen müssen wir den Markt neu abstecken und bewerten. Und wir brauchen einen richtigen regulatorischen Rahmen für alle Marktteilnehmer, der Lernprozesse ermöglicht und gleichzeitig ausgewogen auf die Interessen aller Akteure eingeht. Es geht also um sowas wie, ich nenne es mal ganzheitliche Regulierung, die gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Medienunternehmen schafft. Stichwort ist dabei das Level Playing Field, also ein auf Augenhöhe abgegrenztes Wettbewerbsumfeld, um in einer globalen Welt mit den internationalen Wettbewerbern konkurrieren zu können. Und da ist dann der Weg zurück auf Medienrecht im engeren Sinne. Ich glaube sozusagen Medienrecht im weiteren Sinne. Heute sind Gesetzesvorhaben und Richtlinien wie Wettbewerbsrecht, Kartellrecht, Datenschutz, die Privacy-Verordnung, die ansteht, Zugang zu Daten, die Dominanz von Gatekeepern im Rahmen des Digital Services Act wird gerade auf europäischer Ebene begonnen zu diskutieren oder wird diskutiert, und des Digital Markets Acts auch ein Thema, was ja eher ganzheitlich das Thema der Neuordnung der Regulierungsvorhaben in diesen Märkten sich anschaut. Und gerade in der Debatte um das Urheberrecht in Deutschland haben wir erlebt, hat sich gezeigt, dass Content-Inhaber und große Plattformen durchaus auch konträre Positionen haben. Und ich will nicht richten, was da verkehrt und angemessen ist oder diese Polarisierung aufmachen. Aber es geht eben um Regulierung, die hier nicht einseitig sein kann und einzelne Marktteilnehmer stärken darf. Wir brauchen also einheitliche Spielregeln auf europäischer Ebene, die entsprechend auch dann in deutsches Recht überführt werden und entlang des Geistes dessen, was auf europäischer Ebene verabschiedet, erarbeitet wurde und nicht mit Sonderlocken, die jeweils dann im lokalen Recht diese Gesetzesvorhaben vielleicht im Kern herausfordern. Wir brauchen klare Regeln und Verantwortlichkeiten zum Schutz der europäischen Medien- und Digitalwirtschaft und letztlich damit auch der Userinnen und User. Und diese Regeln müssen einheitlich gelten. Zum Beispiel Datenschutz. Die Datenschutzbehörden in Deutschland sind im Vergleich zu anderen europäischen Ländern besonders streng. Oder anderes Beispiel, digitale Plattformen und Unternehmen sind per se ortsungebundener als andere Unternehmen und haben damit die Möglichkeit, ihren Standort so zu wählen, dass rechtliche Rahmenbedingungen weniger stringent durchgesetzt werden. Das muss auf europäischer Ebene geregelt werden, auch mit Regelungsinstrumenten, die auf diese Gatekeeper abzielen. So wie es ja in Brüssel nun auch geplant ist mit dem Digital Markets Act und dem DSA, dem Digital Services Act. Wir müssen es also schaffen, dass wir neben dem richtigen Rechtsrahmen die Wettbewerbsbehörden in die Lage versetzen, schnell und flexibel und wenn möglich sogar proaktiv zu agieren. Lassen Sie mich nochmal zusammenfassen. Die Welt hat sich rasant digitalisiert. Der regulatorische Rahmen muss sich nun schnellstens diesen Veränderungen anpassen. Es geht darum, fair zu regulieren, gut zu regulieren, die Aufgaben der Zukunft und das, was wir an Nutzen aus den Märkten dort ziehen können, uns zu eigen zu machen. Wir müssen Kosten und Nutzen auf allen Seiten abwägen und dürfen gleichzeitig für die Unternehmen keine Bürokratiemonster entstehen lassen. Für diese Kunst des guten Regulierens, so würde ich das beschreiben wollen, und das ist eine Kunst, da ist Politik wirklich an einer Stelle des allergrößten Schöpfertums gefragt. Für diese Kunst des guten Regulierens werden wir uns als Handelskammer, werden wir uns als Ausschuss für die Medien- und Kreativwirtschaft in Hamburg wirklich einsetzen. Es gibt eine Idee beispielsweise, vielleicht haben Kollegen hier, anwesende Kollegen, das schon gehört. Wir denken über so etwas nach wie Regulart, also vielleicht eine Institution zu schaffen, die auch für Politik dort als Gesprächspartner permanent zur Verfügung steht, um genau das zu diskutieren. Denn wenn das gelingt, dann kann Regulierung den Meinungsbildungsprozess in einer Demokratie durch funktionsfähig Qualitätsmedien und eine Vielzahl hochwertiger Inhalte im Netz grundlegend unterstützen und so, da sind wir fest davon überzeugt, den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern. Das als Auftaktworte und als Angebot, Food for Thought, und ich wünsche
zwei erfolgreiche, spannende Stunden jetzt in dieser Runde und würde dann zurückgeben an Sie, Professor Schulz. Ja, vielen Dank, Oliver Rathger aus der Geschäftsführung von Gruner und Jahr und für die Handelskammer sprechend. Vielen Dank dafür. Und deutlich geworden ist, glaube ich, schon aus wirtschaftlicher, aber auch gesellschaftlicher Perspektive, wie fundamental das Thema ist, mit dem wir uns hier heute auseinandersetzen. Und das war auch mit ein Grund, warum wir drei Veranstalter gesagt haben, wir machen es kompakt und digital und warten nicht noch ein Jahr, obwohl zu den Mediensymposien eigentlich auch dazu gehört, dass man die Gespräche noch weiter auf der Dachterrasse mit einem Glas Wein vertiefen kann. Ich würde ganz gerne vor dem nächsten Vortrag ganz kurz auch noch mal rahmen, warum für uns aus der wissenschaftlichen Perspektive das Thema ebenso bedeutsam und fundamental ist. Und zwar haben wir am Institut festgestellt, klassisch in der Medienforschung tätiges Institut, dass wir mit den klassischen Konzepten, auch unseren Deutungsmustern, unseren Analysekonzepten an vielen Punkten nicht weiterkommen. Und dass wir gesehen haben, dass die Veränderungen so fundamental sind, dass wir die Zusammenhänge zwischen Kommunikation und bestimmten basalen, wichtigen Bedingungen des Zusammenlebens besser verstehen müssen. Und ein Beispiel hat Herr Rathger schon genannt. Wir sind gerade dabei, eine Studie über Desinformation anzufertigen, wo wir viele Konzepte der Lösung sammeln, viele Analysekategorien zusammenstellen. Und dabei stellt man fest, man kann diese Frage nicht bearbeiten, ohne sich mit dem Problem auseinanderzusetzen. Was bedeutet es eigentlich, eine geteilte Realitätsvorstellung zu haben als Gesellschaft? Was passiert, wenn eine Partei wie in den USA bestimmte Formen der Verifikation durch Gerichte einfach nicht mehr anerkennt? Was bedeutet das für eine Gesellschaft? Das geht weit über das hinaus, was früher ein Medienforschungsinstitut sich vorgelegt hat. Und zu diesem Verstehen der Grundbedingungen von Zusammenleben gehört auch etwas, was auch in der politischen Diskussion in den letzten Jahren von immer stärkerer Bedeutung ist, nämlich das Stichwort gesellschaftlicher Zusammenhalt. Und das war mit ein Grund, dass wir uns entschlossen haben, als klassisches Medienforschungsinstitut uns zu bewerben auf eine Ausschreibung des Bundesforschungsministeriums zu einem Netzwerkinstitut zur Erforschung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und erfreulicherweise in der Kategorie Kommunikation und Medien erfolgreich waren und so jetzt Teil dieses Netzwerkes, dieses neuen Instituts sind, in dem sich viele KollegInnen aus ganz Deutschland befinden, die mit ganz anderen disziplinären Perspektiven in dieses Institut mit eingehen. Und insgesamt arbeiten wir aus unterschiedlicher Perspektive an den Fragestellungen. Und wir als Bredow-Institut leiten den oder bilden den Hamburger Standort und der Koordinator dieses Hamburger Standorts ist der Kollege Privatdozent Dr. Jan Schmidt, der im Bereich politische Kommunikation, Online-Kommunikation, Senior Researcher bei uns schon seit längerem ist, sich aber jetzt auch mit dem Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt intensiv auseinandersetzt. Und er wird in seinem Vortrag das Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt in Zeiten digitaler Kommunikation bearbeiten. Bitte schön, Jan. Ja, vielen Dank, lieber Wolfgang. Auch Ihnen vielen Dank, lieber Herr Rathger, für Ihre einführenden Bemerkungen, die eine wunderbare Vorlage für meinen eigenen Vortrag sind. Ich teile mal meine Bildschirmpräsentation. Ich muss vielleicht vorweg noch schicken, dass ich natürlich bei einer Veranstaltung, die überschrieben ist mit »Was kann das Medienrecht zum gesellschaftlichen Zusammenhalt beitragen?« vielleicht auf den ersten Blick gar nicht richtig platziert bin, da ich eben kein Rechtswissenschaftler, sondern Sozialwissenschaftler, genau gesagt Soziologe und Kommunikationswissenschaftler bin. Aber ein juristischer Kollege hatte mir gesagt, naja, du sprichst über Medien und du hast eh immer recht. Also insofern passt das auch. In der Hinsicht möchte ich also jetzt tatsächlich mit dem Hut des Standortkoordinators Forschungsinstitut gesellschaftlicher Zusammenhalt Standort Hamburg Ihnen kurz eine Einführung in das Thema aus eben einer sozialwissenschaftlich-kommunikationswissenschaftlichen Sicht geben. Und auch das hat Herr Rathger mir im Prinzip schon vorweggenommen. Wenn wir über gesellschaftlichen Zusammenhalt in aktuellen Zeiten sprechen, sprechen wir über Zusammenhalten in Zeiten einer Pandemie. Ich will das hier gar nicht so vertiefen, aber das Interessante ist ja, dass man zumindest auf den ersten Blick
da auch zu durchaus unterschiedlichen Einschätzungen kommen kann, weil wir, das ist vielleicht sogar aus dem Blick verloren, aber gerade in der Anfangszeit der Pandemie ja auch an ganz vielen Stellen beobachten konnten, wie Menschen die digitalen Medien, aber auch alle anderen Medien, die sie zur Verfügung haben, genutzt haben, um in Zeiten der sozusagen der physischen Distanzierung, des Social Distancing, trotzdem in Kontakt zu bleiben oder, wie hier der Screenshot zeigt, auf einer Plattform wie nebenan.de Hilfe anzubieten oder Hilfe zu suchen, also Unterstützung und damit letztlich einen ganz wichtigen Anteil von gesellschaftlichem Zusammenhalt zu leisten. Aber, Herr Radke hat es angesprochen, wir sprechen natürlich auch über Polarisierungs- oder gar Fragmentierungstendenzen in unserer Gesellschaft. Also auch hier, es liegt nahe, das ganze Phänomen, was man so ja, unter der Überschrift Corona-Leugner, Querdenker etc. fassen könnte, hat ja gezeigt, dass hier die Pandemie eben auch entweder Bruchlinien neu erzeugt hat oder bereits angelegte Bruchlinien in unserer Gesellschaft verstärkt und letztlich auch wieder mit den Medien, durch die Medien sichtbar gemacht hat. Als Kommunikationswissenschaftler beschäftigt mich das Thema Zusammenhalt aber nicht erst seit der Pandemie. Es gibt einen ja auch durchaus schon längeren Strang an Forschung zu der Frage, wie denn Medien und medienvermittelte Kommunikation oder medienvermittelte Öffentlichkeit zum Zusammenhalt beiträgt oder wie es dann in der Fachdebatte dann heißt, zu sozialer Integration. Hier nochmal eins von vielen Beispielen, also ein Buch von Kolleginnen und Kollegen, was jetzt auch schon wieder einige Jahre her ist. Wir haben dieses Thema aber auch seit einigen Jahren in der öffentlichen Debatte. Ein in Hamburg nicht ganz unbekannter Kultursenator hat sich vor einigen wenigen Jahren auch zu Wort gemeldet mit dem Buch Die Zerstörung, Untertitel Warum wir für den gesellschaftlichen Zusammenhalt streiten müssen, und hat da aus seiner Sicht eben eine Diagnose, aber auch Lösungswege aufgezeichnet. Und dann, ja, auch das hatte Wolfgang Schulz jetzt gerade schon erwähnt, dann gibt es eben auch von der Politik angestoßen, aber von der Wissenschaft getragene Anstrengungen, dieses Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt sozusagen stärker und tiefgehender zu beleuchten. Das Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt ist gerade schon erwähnt worden. Unser eigener Zugang, den wir als Standort Hamburg mit der Perspektive der Medienforschung haben, der lässt sich, und hier ist das sozusagen das obligatorische wissenschaftliche Zitat, der lässt sich vielleicht auf einen Nenner bringen. Uns interessiert als Kommunikationswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder generell als Personen, die am Hans-Bredow-Institut auf das Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt blicken, da interessiert uns der gesellschaftliche Zusammenhalt vor allem als kommunikativer Prozess, also als der Prozess, in dem Menschen, Mitglieder der Gesellschaft, durch Kommunikation aufeinander Bezug nehmen und dadurch, durch Kommunikation, durch diese Art des ja, Miteinandersprechens, egal über welche Medien, letztlich auch immer wieder soziale Gebilde, wir nennen die kommunikative Figuration, sozusagen reproduzieren, verändern oder neu herausbilden. Ich will jetzt für die Zwecke dieses Vortrags, will ich Ihnen diese fachwissenschaftlichen Begriffsdebatten, will ich Ihnen ersparen, aber dieses eine Zitat dachte ich, musste sein. Ich möchte mit Ihnen im Folgenden vor allem über drei Dinge sprechen. Ich will Ihnen kurz noch einmal in Erinnerung rufen, wie wir denn bislang eigentlich über die Frage oder das Wechselspiel von Zusammenhalt und öffentlicher Kommunikation gedacht haben. Ich will dann im Mittelteil Ihnen vorstellen, welche Besonderheiten denn die sozialen Medien als im Moment vielleicht besonders prägende Form der digitalen Kommunikation einbringen. Ich mache das mit dem Begriff der Medienlogik sozialer Medien und will dann ganz am Ende, das ist dann schon mit Blick auch auf die gemeinsame Diskussion, Ihnen so ein bisschen entfalten, ob das nun eher zu einer Erosion oder zur Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts beiträgt. Aber rekapitulieren wir kurz. Was wissen wir denn über die Bedeutung von öffentlicher Kommunikation auch für gesellschaftlichen Zusammenhalt? Und öffentliche Kommunikation ist also der Bereich, den klassischerweise ja vor allem die publizistischen Medien, also die klassischen Massenmedien, Rundfunkmedien, Printmedien hergestellt haben, der aber mittlerweile eben auch durch die digitalen Medien sozusagen produziert wird. Wir können das auch hier wieder, ne, Sie hatten gesehen, es gibt da einen jahrzehntealten Forschungsstand dazu. Ich will das auf drei Punkte hier kondensieren. Öffentliche Kommunikation wirkt zusammenhaltsfördernd, indem sie die Aufmerksamkeit der vielen Mitglieder unserer Gesellschaft auf gesellschaftlich relevante Themen fokussiert, indem sie also eine geteilte gesellschaftliche Agenda herstellt. Man weiß, was auf der Tagesordnung steht, wenn man auf die Titelseite der Tageszeitung schaut oder wenn man die Tagesschau abends anschaltet oder die Radionachrichten. Damit einhergeht, dass publizistische Medien und öffentliche Kommunikation auch eine geteilte Wissensbasis fördern, dass wir Menschen also wissen, was gerade für Themen, welche Themen gerade relevant sind und vor allem, dass wir auch wissen, dass andere das wissen können. Öffentliche Kommunikation bietet aber auch Arenen für den Austausch von Argumenten und Debatten. Das heißt, die öffentliche Kommunikation oder die Medienöffentlichkeit ist der Ort,
wo verschiedene gesellschaftliche Lager oder Positionen sozusagen wettstreiten, wer die besseren und überzeugenderen Argumente hat, zum Beispiel welche politischen Wege einzuschlagen sind, welche Ziele es zu verfolgen gibt. Im besten Fall verläuft dieser Austausch von Argumenten eben auch so im klassisch habermasianischen Sinne konstruktiv und verständigungsorientiert. Im besten Fall ist hier bewusst eingefügt, weil wir auch wissen, dass das eben nicht immer nach diesem besten Fall verläuft. Und öffentliche Kommunikation ist noch in der dritten Hinsicht zusammenhaltsfördernd, weil sie uns nämlich einen Einblick in die Vielfalt von Lebensweisen und Weltbildern vermittelt. Das heißt, öffentliche Kommunikation hilft uns, über unsere eigene alltäglichen Erfahrungen hinauszublicken und zu sehen, wie andere Teile der Gesellschaft denn so ticken, was die denken, wie deren Lebenswirklichkeit ist. Das Beispiel hier, ich bin HSV-Fan und lebe in der Nähe von Hamburg. Ich habe mal eine Lebenswirklichkeit gewählt, die nun nicht komplett entfernt von meiner ist, aber doch so, dass ich mich da gewisserweise fremd fühlen würde, nämlich hier eine Kneipe von Schalke-Fans im Ruhrgebiet. Man könnte viele andere Beispiele wählen. Auch das leisten Medien. Und indem sie uns sichtbar machen, wie andere Menschen so leben und denken, tragen sie auch zum gesellschaftlichen Zusammenhalt bei. So, und nun kommen also die sozialen Medien ins Spiel, die also in ganz wesentlicher Hinsicht eben anders funktionieren als die etablierten publizistischen Medien. Ich werde das gleich nochmal etwas näher erläutern, aber den ersten fundamentalen Unterschied können wir schon in dem basalen Versprechen der sozialen Medien verorten. Denn soziale Medien versprechen uns, dass wir mitmachen können, dass wir partizipieren können an genau dieser Form von gesellschaftlicher Öffentlichkeit. Dass wir also etwas können, was wir in den klassischen Massenmedien nicht können, sofern wir nicht über ein Verlagshaus oder einen Rundfunksender verfügen. Aber wenn wir ein Handy haben und einen Internetzugang, dann können wir über Facebook, über YouTube, über Twitter oder auch über die Wikipedia mitmachen. Ja, dieses Versprechen, das Mitmachnetz, das partizipative Netz, das steht ja im Kern, das ist das Kernversprechen, was uns die sozialen Medien bieten, was in die Mission Statements dieser Plattform eingeschrieben ist. Und was wir auch, ja, seit wann sprechen wir über soziale Medien? So in etwa seit Mitte der 2000er Jahre, also als das damals noch unter dem Label Web 2.0, als wir über das Mitmachnetz gesprochen haben und eben beobachtet haben, wie die Möglichkeiten für uns einzelne Nutzerinnen und Nutzer mitzumachen, selber unsere Stimme zu erheben, wie die eben gestiegen sind. Wir reden in der fachwissenschaftlichen, aber auch in der medienpolitischen Diskussion mittlerweile von sozialen Medien ja oft als Intermediäre, weil das schon mal etwas besser auch charakterisiert, welche besondere Stellung denn die Social-Media-Plattformen in diesem Mediengefüge haben. Mit dem Begriff der Intermediäre soll ausgedrückt werden, dass die sozialen Medien selbst keine eigenen Inhalte schaffen. Also Facebook oder YouTube hat in dem Sinne keine eigene Redaktion, die tagtäglich, wie bei der Tagesschau zum Beispiel oder auch bei einer Tageszeitung, eben Inhalte, sozusagen Nachrichten produziert und dann bündelt und verbreitet. Sondern die besondere Leistung der sozialen Medien ist ja, dass sie die technischen Voraussetzungen schaffen, dass andere Akteure als sie selbst Inhalte verbreiten können mit ihrer Hilfe oder auch auffinden können. Und das ist die vermittelnde, die intermediäre Position eben. Sie stehen sozusagen zwischen denen, die etwas zu sagen haben und denen, die etwas lesen oder hören wollen. Die Betreiber dieser sozialen Medien haben lange Zeit von sich selber gerne als Plattform gesprochen, weil sie damit ja die Assoziationen wecken wollten, dass sie eben sozusagen eben nur eine, wenn man so möchte, eine Bühne bieten, auf die jede beliebige Person treten kann, jeder Akteur treten kann, um dann mitzuteilen, was es gerade Mitteilenswertes gibt. Oder anders gesagt, sie seien eben nur die reinen Durchleiter, wenn man so möchte, von Kommunikation oder Ermöglicher von Interaktion. Das Ganze hatte natürlich den mehr oder weniger versteckten strategischen Sinn, sich wirklich sozusagen der Haftung zu entziehen, also zu sagen, ich habe keine Verantwortung dafür, was auf meiner Plattform passiert. Darüber sprechen wir seit Längerem, dass das nicht nur sozusagen etwas dreistes Anliegen ist, sich sozusagen jeglicher Verantwortung zu entziehen, sondern dass es eben auch tatsächlich nicht stimmt, dass also die Betreiber, die Angebote dieser Plattform eben alles andere sind als neutrale Durchleiter von Informationen. Im Gegenteil, die Betreiber dieser Angebote schaffen eine Medieninfrastruktur, in die eine eigene Medienlogik eingeschrieben ist, auf die komme ich gleich zu sprechen, und die ist alles andere als neutral. Die strukturiert hochgradig die Kommunikationsflüsse und damit letztlich auch hochgradig die Arten von Öffentlichkeit, die mithilfe dieser Intermediäre geschaffen wird. Was meine ich damit? Ich werde Ihnen jetzt im Folgenden drei Prinzipien dieser Medienlogik dann erläutern, die aus meiner Sicht eben zentral sind. Das erste Prinzip ist, dass die Social-Media-Intermediäre Informationen auf eine ganz neuartige Art und Weise bündeln.
da können wir mit dem Begriff des Micro-Content arbeiten, also der kleinen Inhaltsschnipsel, wenn man so möchte, ein einzelner Tweet, ein einzelnes Bild auf Instagram, das einzelne Video auf YouTube oder das einzelne Beitrag auf Facebook. Diese Inhalte können aus ganz unterschiedlichen Quellen oder von ganz unterschiedlichen Kanälen kommen. Der Screenshot hier von Twitter zeigt ja, dass da also ein Tweet von Zeit Online, also einer publizistischen Redaktion, direkt neben dem Tweet der S-Bahn Hamburg steht. Dann kommt ein netzpolitischer Aktivist, ein Blogger. Wir finden also ganz viele unterschiedliche Arten von Kommunikation, erstmal gleichberechtigt auf diesen Plattformen. Und die interessante Logik oder das interessante Prinzip oder in der Hinsicht, also das erste strukturierende Prinzip der Medienlogik ist nun, dass die Plattformen diese einzelnen Inhalte aus ihrem jeweiligen Ursprungskanal lösen, also aus dem Twitter-Account von Zeit Online zum Beispiel oder von der S-Bahn Hamburg, und bei mir als Empfänger auf eine ganz neuartige Art und Weise zusammenbündeln, nämlich in Form eines ständig aktualisierten Informationsflusses. Wir sprechen da von den Streams oder den Feeds oder auch dem Autoplay, dem automatischen Abspielen von Videos auf YouTube. Das heißt, Informationen erreichen uns in anderen Bündeln, als wir es von der Tageszeitung oder der Tagesschau gewohnt sind. Niemand würde sagen, es ist 20 Uhr, mach mal Facebook an oder die Sonntagsausgabe von Twitter hat so einen schönen Reiseteil. Diese Vorstellung, dass uns Informationen in abgepackten Bündeln zu festgelegten Zeiten erreichen, ist ja obsolet in den sozialen Medien. Da können wir ständig eintauchen in diese zusammengestellten Informationsströme, die, das ist ganz wesentlich in diesem Zusammenhang, natürlich nicht vollkommen beliebig sind. Also ich sehe, wenn ich eintauche in meinen Twitter-Account, sehe ich ja nicht alles, was auf Twitter kommuniziert wird, sondern auch da sehe ich eine Auswahl. Aber, das ist entscheidend, die Auswahl wird nicht redaktionell getroffen, sondern algorithmisch. Damit bin ich beim zweiten Prinzip. Diese Art, wie diese Auswahl getroffen wird, ist nämlich derzeit zumindest hochgradig personalisiert. Und damit ist das zweite Prinzip dieser Medienlogik von Social Media angesprochen. Anders gesagt, soziale Medien sind personalisierte Medien. Das, was ich dort sehe, als Leserin, als Leser, ist personalisiert. Und zwar aufgrund von zwei Tatsachen. Die erste ist, dass ich selber ja mal bestimme, welchen Informationsquellen ich folgen möchte. Ich folge Accounts auf Twitter oder Instagram. Ich stelle den Kontakt zu anderen Nutzerinnen und Nutzer auf Facebook her und füge damit meinem eigenen Informationsstrom neue Quellen dazu. Das zweite, in der öffentlichen Debatte sozusagen weiter diskutiertere Prinzip ist, dass Empfehlungsalgorithmen zusätzlich ins Spiel kommen, die auf der Grundlage meines früheren Verhaltens mir neue Empfehlungen machen. Also ich habe jetzt hier das Beispiel gewechselt. Sie sehen jetzt hier einen Screenshot von Empfehlungen für mich auf YouTube. YouTube hier als Beispiel, hätte auch andere Beispiele wählen können, YouTube bezieht ein, was ich in der Vergangenheit für Videos auf YouTube gesehen habe, wie lange ich die mir angeschaut habe, welche Videos ich auf YouTube mit Daumen hoch, Daumen runter bewertet habe, das, was viele, viele andere Menschen auch gemacht haben, um dann mir als Jan Schmidt Empfehlungen zu machen. Und diese Empfehlung, das, was ich hier sehe, das hätte mir keine Redakteurin, kein Redakteur geben können. Darauf wäre ich selber auch nicht gekommen. Das sind Empfehlungen aus dem unerschöpflichen Fundus von YouTube, die aber darauf basieren, wovon YouTube mit einer gewissen statistischen Wahrscheinlichkeit davon ausgeht, dass mich das auch interessieren könnte. Das große Versprechen, also auch hier steckt ein Versprechen dahinter, das Versprechen von Personalisierung ist, bessere oder relevantere Informationen zu liefern und in Klammern das gleiche Prinzip, algorithmische Prinzip unterliegt ja auch algorithmischer Werbung oder algorithmisch zugeschnittener Werbung, personalisierter Werbung, also auch da ist das Versprechen, du siehst relevantere Informationen. Aber, das ist die Kehrseite, es funktioniert eben nur, wenn möglichst alle Aspekte meiner Nutzung und die vom Nutzungserleben aller anderen so umfassend wie nur möglich verdatet wird. Also, dass alle Aktivitäten, alle Vorlieben, jeder Klick sozusagen in eine Datenspur überführt wird, um dann diese Empfehlungs- und Filteralgorithmen zu füttern. Kommen wir noch zum dritten Prinzip. Also, die ersten beiden waren sozusagen Neubündelung von Informationen in, zweites Prinzip, personalisierte Informationsströme. Das dritte Prinzip, wo sich soziale Medien von publizistischen Medien der klassischen Art unterscheiden, ist, dass in sozialen Medien zwei Kommunikationsmodi konvergieren. Das klingt jetzt sehr kommunikationswissenschaftlich abstrakt. Was meine ich damit? Man kann Kommunikation in verschiedene Modi unterteilen. Und zwei der wesentlichen Modi ist eben einmal der Modus des Publizierens und der Modus der Konversation. Publizieren ist das, was publizistische Medien tun, was also die Massenmedien klassischerweise getan haben. Einige wenige Sender, also zum Beispiel die Redaktion einer Tageszeitung, wählt aus, bündelt und sendet an ein verstreutes Massenpublikum. Das Massenpublikum, also sozusagen, das sieht das Gleiche. Es handelt sich um standardisierte Kommunikation. Und wir als Leser, Leserin oder als Zuschauer, Zuschauerin können nicht auf dem gleichen Kanal zurücksenden.
Also in der Hinsicht ist Publizieren auch immer einseitige One-Way-Kommunikation. Konversation ist dagegen ein Modus, der das Dialogische betont, also das Gespräch von Angesicht zu Angesicht, aber auch am Telefon. Auch der Brief hat, oder ein Briefwechsel hat Elemente dieses Modus. Da geht es also darum, dass die Sprecher und Sender, also die Sender- und Empfängerrollen sozusagen kontinuierlich wechseln. Mal spreche ich und höre zu, mal spricht der andere und ich höre zu. In den sozialen Medien, also und diese beiden Modi waren eben über Jahrzehnte auf verschiedene Medientypen verteilt. Publizieren war Sache der Massenmedien. Konversation war Sache sozusagen der Medien der interpersonalen Kommunikation oder des persönlichen Gesprächs. In den sozialen Medien konvergieren diese Modi. Sie wachsen zusammen, weil wir in den sozialen Medien, hier Beispiel wieder Facebook, eben auch die Angebote der publizistischen Medien finden, wie die zum Beispiel hier, wie über die Facebook-Seite der Tagesschau, ihre Informationen verbreiten. Also der obere Bereich, ne, wo die Tagesschau eben einen Artikel auf Facebook, einen Artikel featured, der dann auf tagesschau.de in Gänze zu lesen ist, das ist publizistische Kommunikation. Aber unten im unteren Bereich, aber dennoch an einer und derselben Stelle, da wechseln wir in den Modus der Konversation, in dem also zum einen Rückmeldungen der Nutzerinnen und Nutzer sichtbar werden. Die können nämlich gefällt mir anklicken, sie können es kommentieren, sie können es mit ihrem eigenen Netzwerk teilen. Und wir sehen die Anschlusskommunikation im unteren Bereich. Wir sehen, was einzelne Nutzerinnen und Nutzer über diesen Artikel oder über dieses Thema denken. Das heißt, für uns als Publikum, aber auch für die Journalistinnen und Journalisten, wird auf einmal das sichtbar, was sozusagen die Sprecherin der Tagesschau im Fernsehen nicht sehen kann. Nämlich das, was Menschen über das, was sie da gerade lesen oder hören, was sie so denken und was sie selber zu sagen haben. Und das ist sozusagen dieser Konvergenz, dass wir also publizistische und konversationale Kommunikation an einer und derselben Stelle haben, ist das dritte wesentliche Merkmal der sozialen Medien. Was heißt das nun so, als sozusagen, wenn man diesem wilden Ritt durch die Logik der sozialen Medien nun weiterdenkt, was heißt das denn nun für gesellschaftlichen Zusammenhalt? Und auch das kann ich aus Zeitgründen natürlich nur andeuten, aber vielleicht dann eben auch für die anschließende Diskussion dann auch nochmal ein bisschen so ein paar Impulse setzen. Und ich will das sozusagen kommunikationswissenschaftlich clever und geübt in Form von so Gegenüberstellungen machen, ohne mich auf eine Seite direkt festzulegen, weil das auch schwierig ist. Aber wir können beobachten, dass die Logik der sozialen Medien auf der einen Seite beobachtbar Zusammenhalt stärkt, indem es die Konnektivität der Menschen erleichtert. Also die Möglichkeit, sich auch mit Hilfe der sozialen Medien miteinander in Beziehung zu setzen, den Kontakt zu halten zu alten Klassenkameraden oder in Zeiten der Pandemie sich mit der Familie oder dem Freundeskreis auszutauschen. Auf der anderen Seite finden wir auch Belege dafür, dass soziale Medien den Zusammenhalt schwächen können, weil wir ohne Zweifel in den sozialen Medien auch Beispiele für Echokammern oder Identitätsenklaven finden. Also Bereiche, die mehr oder weniger abgeschottet sind, wo sich Menschen sozusagen in ihre eigene kleine Kammer zurückziehen, wo sie sich nur noch in ihrem vorgefertigten Weltbild bestätigen, gar keine anderen Informationen an sich heranlassen. Und wenn das sozusagen Überhand nehmen sollte, wofür es empirisch im Moment keine umfassenden Belege gibt, aber weitergedacht, wären das natürlich Dinge, die auf lange Sicht den gesellschaftlichen Zusammenhalt eher schwächen würden. Wir können in einem zweiten Perspektive auf diese Frage, können wir festhalten, dass soziale Medien Zusammenhalt fördern, weil sie es uns Bürgerinnen und Bürgern leichter machen, mithilfe der sozialen Medien teilzuhaben an gesellschaftlichen Debatten. Wir können, wie es in der Politikwissenschaft heißt, konnektives Handeln ausüben. Das ist also eine Erweiterung des kollektiven Handelns, was wir zum Beispiel mit Gewerkschaften oder klassischen Bürgerinitiativen verbinden. Konnektives Handeln ist das vielleicht kurzfristige, auf einzelne Anlässe hin ausgerichtete gemeinsame Handeln, das Mobilisieren von Gleichgesinnten, um sich zu einem bestimmten Thema zu Wort zu melden. Also in der Hinsicht können die sozialen Medien Zusammenhalt fördern, indem sie die Teilhabe von uns Bürgerinnen und Bürgern an unserem Gemeinwesen fördern. Aber auf der anderen Seite sehen wir eben auch, dass soziale Medien, indem sie die Hürden senken für die Teilhabe, auch die Hürden gesenkt haben, dass sozusagen bestimmte deliberative Normen, habe ich es mal genannt hier, eingehalten werden. Also anders gesagt, indem die Hürden sinken, sind auch die Hürden gesunken, um in einer neuen Öffentlichkeit zu pöbeln oder zu schimpfen oder zu hetzen oder noch schlimmere Dinge zu tun. Also letztlich sich so zu äußern, dass das, was ich vorhin verständigungsorientierter Diskurs genannt habe, eben verhindert, unterminiert wird. Das Symbolbild hier mit Donald Trump als kleinen Troll bringt das, glaube ich, ganz gut auf den Punkt, dass das also eine Sache ist, die nicht nur bei einzelnen Nutzerinnen und Nutzern ansetzt, sondern sich ja bis hoch in sozusagen höchstrangige politische Akteure teilweise beobachten lässt.
Und ein dritter Punkt, sozusagen nochmal eine Abstraktionsebene höher. Die sozialen Medien erlauben es uns auch, unsere eigenen Identitätsentwürfe, unsere Persönlichkeiten sozusagen nach außen zu kehren, jetzt gar nicht im negativen Sinne, aber sozusagen zu signalisieren, wie wir sind, wie wir sein wollen, wie wir gesehen werden wollen. Das heißt, wir können mithilfe der sozialen Medien Sichtbarkeit herstellen, auch für durchaus vielfältige Lebensentwürfe und Identitäten. Aber ich hatte es vorhin schon gesagt, diese Möglichkeit, Vielfalt sichtbar zu machen, erkaufen wir eben, oder sie geht einher damit, dass all das, was wir in den sozialen Medien tun, zugleich eben verdatet wird. Und das ist eine Form, also die Verdatung unseres Lebens, unseres Alltages, das ist eine Form, die vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber auf den zweiten Blick möglicherweise dann doch auch wieder Zusammenhalt erodieren lassen kann, weil die Verdatung unseres Lebens eben gleichzeitig auch die Möglichkeiten unserer Überwachung und unserer Kontrolle im ökonomischen, aber auch unter Umständen im politischen Sinne steigern kann. Und dann werden wir eben nicht mehr in einer demokratischen Teilhabegesellschaft, sondern letztlich, dystopisch gewendet, in einer digitalen Überwachungsgesellschaft. Ja, entscheiden Sie für sich selbst, ob Sie sich eher auf der linken oder rechten Seite und in der Mitte verorten. Ich will das jetzt an dieser Stelle gar nicht abschließend beantworten, sondern übergebe das an die spätere Diskussion. Für den Moment bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank dafür. Und Jan Schmidt hat ja eben schon gesagt, er kann nicht fürs Medienrecht sprechen. Der Nächste ist sehr qualifiziert, für das Medienrecht zu sprechen. Er ist nämlich der Direktor der Medienanstalt Hamburg-Schleswig-Holstein, Thomas Fuchs. Und die Medienanstalt Schleswig-Holstein ist im Konzert der Landesmedienanstalten für Intermediärsregulierung zuständig. Das heißt, er betritt Bereiche des Medienrechts, die nie zuvor ein Medienrechtler gesehen hat. Mit diesen Worten, der Bildschirm gehört dir. Bitte. Ja, vielen Dank, Wolfgang, und auch vielen Dank an die Vorredner. Ich freue mich sehr, jetzt sehr konkret werden zu können und vielleicht anhand von zwei Fallbeispielen zu zeigen, wie wir im Medienrecht versuchen, im sozusagen Zusammenspiel mit den internationalen Plattformen auch deutsches Recht durchzusetzen. Und zu diesem Zwecke teile ich jetzt auch diese Folie. Der Titel sozusagen spricht für sich selbst, mit deutschem Medienrecht gegen Google, Twitter und Co. Und das Fragezeichen deutet an, dass es bei diesem Verfahren natürlich Grenzen und auch gewisse Hürden gibt, auf die ich gleich zu sprechen komme. Nochmal ganz kurz, über wen reden wir? Wir reden über die Medienintermediäre im Wesentlichen. Das war jetzt bei den beiden Vorrednern auch schon genannt. Alle, die Sie gerade sehen, sind wahrscheinlich Medienintermediäre, auch im Sinne des Medienstaatsvertrags. Also sie bündeln sozusagen Inhalte anderer und machen sie den Nutzerinnen und Nutzern zugänglich. Und warum beschäftigen wir uns überhaupt damit? Das tun wir deswegen, weil, auch das wurde schon genannt, Facebook, Google und Co. für die Meinungsbildung immer mehr Bedeutung haben. Man könnte sagen, es war vielleicht früher und jetzt auch noch eines der großen Forschungsschwerpunkte des Hans-Bredow-Instituts, das auch so herausgearbeitet zu haben, Stichwort Reuters-Studie und Ähnliches. Es gibt ja jetzt diese Use-the-Use-Studie, an der auch Hans-Bredow und einige Hamburger Firmen beteiligt sind. Und eigentlich kann man sagen, es ist eigentlich immer noch krasser geworden. Je jünger die Menschen sind, umso bedeutender sind diese Plattformen für die Meinungsbildung. Ich glaube, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, bei den 14- bis 19-Jährigen findet Meinungsbildung eigentlich nur noch über diese Plattform statt. Das kann auch sein, dass sie dann Zeitungsinhalte auf den Plattformen lesen, aber der Weg zu Inhalten, zu Informationen geht nur noch über diese Plattform. Also sind sie für Meinungsbildung relevant. Also, so denkt sich der Gesetzgeber, wie wir finden, zu Recht, muss man sich mit ihnen regulativ beschäftigen. Und da gibt es viele Aspekte, wo man auf sie gucken kann. Es gibt den Jugendschutz, es gibt das Thema Hass im Internet und Fake News. Herr Radke hat es erwähnt. Es gibt den Aspekt der Informationsvermittlung und es gibt eben die Meinungsbildungsrelevanz und damit auch die Pluralismusfrage, die dahinter steht. Und in diesem ganzen Kontext ist eine neue Regulierung entstanden, die auch darauf abzielt, darauf einzugehen, dass diese Intermediäre eben die Art, wie sie Listen oder wie Suchergebnisse zustande kommen, nicht komplett transparent machen. Und die Geschäftsmodelle der Intermediäre auch nicht von sich aus auf Vielfalt angelegt sind, sondern eben auch das Ziel haben, Geld zu verdienen oder Verweildauern zu erhöhen oder beides.
Also sozusagen a priori ist eine Plattform nicht vielfaltsorientiert im Sinne des Medienrechts. So, der Medienintermediär, ohne jetzt zu juristisch werden zu wollen, wird im Gesetz definiert als jemand, der Inhalte aggregiert, selektiert und präsentiert. Das ist im Grunde richtig gedacht. Also sozusagen alles, was es so im Netz gibt, wird gesammelt. Dann wird eine Auswahl sozusagen gemacht von dem Intermediär, meistens algorithmisch, und dann wird sie auch präsentiert. Und das gilt eben auch für journalistisch-redaktionelle Inhalte. Und das ist für das weitere Verfahren wichtig, weil die der Gesetzgeber besonders im Blick hat. Der Gesetzgeber hat sich zwei Dinge überlegt. Einmal, wir wollen mehr Transparenz. Also der Intermediär soll sagen, nach welchen Kriterien wähle ich eigentlich Inhalte aus? Warum kriegst du jetzt diesen Inhalt angezeigt? Warum bei einem bestimmten Suchwort wird der Zeitungsartikel der Zeitung A gezeigt und nicht der Zeitung B? Das soll man nicht im Konkreten, aber abstrakt verstehen können als Nutzer. Und dann, und das ist, glaube ich, weltweit einmalig, gibt es ein Diskriminierungsverbot für Medienintermediäre. Wolfgang Schulz sieht das als Instrument etwas kritisch, jedenfalls tat er das im letzten Jahr noch. Und meint, der Medienintermediär soll nicht von diesen transparent gemachten Informationen abweichend bestimmte Angebote besser oder schlechter behandeln, also diskriminieren. Nochmal ganz kurz, das Transparenzgebot ist eher was Formelles. Also ich sage, welche Inhalte soll der Intermediär bereitstellen? Das ist eine Sache, die wir ab Herbst überprüfen werden. Also haben eigentlich alle Medienintermediäre die richtigen Informationen zur Verfügung gestellt. Kann man aus dem, was sie zur Verfügung stellen, das, was wir wissen wollen, auch ableiten? Das ist sozusagen ein Prozess, der jetzt in die Überprüfung kommt. Satzung gemacht, die muss jetzt in Kraft treten und auf der Basis handeln wir jetzt. Und dann gibt es ein Diskriminierungsverbot, ich habe das gerade genannt, und das meint, weicht der Medienintermediär von den transparent gemachten Kriterien ab? Oder hat er Kriterien für seine Auswahl, die in sich behindernd und unbillig sind und eben zum Beispiel ein Zeitungsverlag daran hindern, angemessen gezeigt zu werden? Der Gesetzgeber hatte so im Hinterkopf, eben zum Beispiel ein Genre wird bevorzugt oder ein Medienhaus wird bevorzugt oder, steht sogar in der Begründung drin, der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird gegenüber dem privaten Rundfunk bevorzugt, was einige ja sogar positiv fänden, wenn das so wäre. Also das wären Diskriminierungsbeispiele, die Suchmaschine der Facebook Newsfeeds oder andere zeigen einige Inhalte stärker an als andere, ohne dass transparent gemacht ist. Warum? Bisschen was kennt man schon von Transparenz. Also das ist zum Beispiel, wenn Sie bei Facebook etwas zu sehen bekommen und nachgucken wollen, warum sehe ich das, sagt Ihnen Facebook schon ziemlich viel. Insofern muss man sagen, Transparenz gibt es zurzeit auch. Das kann vielleicht noch besser erklärt sein oder leichter zugänglich sein, aber es ist nicht so, dass die Intermediäre völlig intransparent sind, sondern sie machen schon deutlich, nach welchen Kriterien Dinge organisiert sind. Insofern ist es vielleicht auch eher eine Darstellungsfrage als jetzt eine wirkliche Inhaltsfrage, die da auf uns zukommt. Und die großen Fragen, die hinter dieser Diskriminierungsüberwachung sozusagen stehen, ist, geht das überhaupt? Kann ich eigentlich algorithmische Entscheidungen des Medienintermediärs als kleine Behörde in Hamburg-Schleswig-Holstein nachvollziehen? Also algorithmische Auswahlmechanismen? Ist es überhaupt nachanalysierbar von außen durch Dritte? Wie weit kann ich von Google sozusagen oder von Facebook verlangen, dass sie mir Auskunft darüber geben? Also Stichwort Geschäftsgeheimnisse, der Algorithmus sozusagen als etwas, was ja auch gar nicht komplett transparent sein soll. Und dann, da komme ich gleich noch drauf, das Kriterium der Unbilligkeit, also maximal unbestimmter Rechtsbegriff, der aber von hoher Relevanz ist, wie wir gleich sehen werden. So, und jetzt ein Fall, ganz konkret. Eine Kooperation von Google Island Limited als Anbieterin der Google-Suche mit dem Bundesgesundheitsministerium als Anbieterin von gesund.bund.de. Was ist passiert? Herr Spahn macht eine Pressekonferenz und das kommt auch abends in der Tagesschau und sagt, ich habe als Bundesgesundheitsminister jetzt so ein tolles nationales Gesundheitsportal, das will ich auch, dass die Leute das sehen, und deswegen habe ich mit Google vereinbart, bei 200 Suchbegriffen wird immer als erstes dieses eine Angebot des BGM angezeigt. Das ist doch super.
Und das ist dann auch in der Tat so, also wenn, ich muss jetzt eigentlich in der Vergangenheitsform reden, weil die Kooperation beendet ist, aber der Fall ist noch akut. Wenn ich also Migräne eingebe, dann kommt hier rechts ein kleines rotes Suchfeld, die sogenannte Infobox. Und da sind dann Angebote von gesund.bunz.de, die werden gemacht von der PR-Agentur, die für das BGM arbeitet. Und die werden quasi sozusagen besonders hervorgehoben präsentiert als Ergebnis der Suche. Und das führt beim mobilen Aufruf so dazu, dass das, was Sie jetzt nebeneinander sehen, müssen Sie sich untereinander vorstellen, dass ich Migräne eingebe in mein Smartphone, dann kommen erst die Werbeanzeigen, dann kommt ganz lange das Angebot des Bundesgesundheitsministeriums und erst ganz weit hinten für ein normales Nutzungsverhalten kommen die Angebote, die ansonsten vorne gestanden hätten, nämlich zum Beispiel die von netdoktor.de oder von der Apothekenumschau. Das ist der Sachverhalt oder das war der Sachverhalt und die Frage ist, darf man das? Und ich glaube, das ist ganz einfach, ist das okay, dass Google und der Bundesgesundheitsminister sagen, wir wollen jetzt diese Inhalte anders darstellen als andere Inhalte, aus vielleicht guten Gründen. Und vorab gesagt, was mir, ich weiß, das Wichtigste ist, dass was wirklich neu ist jetzt in diesem Medienstaatsvertrag, ist diese Frage, dürfen die das? Die wird eben jetzt in einem medienrechtlichen Verwaltungsverfahren überprüft. Und das ist, glaube ich, die neue Qualität dieses Gesetzes, dass sozusagen der Medienintermediär gegenüber der Gesellschaft, der Körper durch die Behörde, rechenschaftspflichtig ist für gewisse Entscheidungen. Und das ist, glaube ich, aus meiner Sicht ein Wert an sich, ganz unabhängig davon, wie man jetzt den konkreten Einzelfall bewertet. Denn der ist jetzt nicht in sich nicht trivial. Es gibt ein Spannungsfeld, Desinformationsbekämpfung versus Diskriminierungsfreiheit. Also eigentlich soll ja nichts vorgezogen werden, aber vielleicht gibt es gute Gründe, was vorzuziehen. Also Stichwort Corona-Leugnung, qualitativ wertvolle Inhalte sollen hier sogar nach vorne gestellt werden. Teilweise gibt es Selbstverpflichtung der Plattform gegenüber der Europäischen Union. Also dieses Spannungsfeld kennen wir aus vielen anderen Bereichen. Dann könnte man sagen, vielleicht ist das ja eine staatliche Information, ist das besonders gut ist, verlässlich, amtlich, gerade die soll doch nach vorne kommen. Aber auch da kann man Fragen stellen, ist es eigentlich richtig, dass der Staat seine Inhalte mit einer großen Plattform priorisiert darstellt und gibt es nicht da gewisse Gefahren und Grenzen der staatlichen Öffentlichkeitsarbeit? Das sind die gesellschaftspolitischen Fragen, die dahinter stehen. Die rechtlichen Fragen nur ganz kurz. Also die Norm ist § 94 Absatz 2, zweite Alternative des Medienstaatsvertrags. Da muss man erstmal prüfen, wird ein Angebot behindert durch diese Priorisierung? Da sind wir der Meinung, ja, dieser Tatbestand ist erfolgt, weil die Behinderung entsteht schon dadurch, dass das andere Angebot priorisiert wahrnehmbar ist. Und wenn eine Sache priorisiert ist, dann sind die anderen Angebote posteriorisiert. Das ist sozusagen aus unserer Sicht evident oder offensichtlich, wie das Gesetz sagt. Und die schwierige Frage, die wir sozusagen jetzt in diesem Verfahren klären, ist das unbillig? Also gibt es legitime Interessen, das zu tun? Auch das wirtschaftliche Interesse von Google, seine Suchmaschinenergebnisse zu verbessern. Das gerade genannte Interesse vielleicht an einer Desinformationsbekämpfung. Und auf der anderen Seite, was ist mit der Sicherung der Meinungsvielfalt? Was ist mit den Ansprüchen der behinderten privatwirtschaftlichen Angebote, ihre werbefinanzierten Angebote auch weit vorne wiederzufinden? Das ist sozusagen die Abwägung, die wir an diesem Tatbestandsmerkmal der Unbilligkeit vornehmen müssen. Und das wird jetzt in den nächsten Wochen auch so geschehen, dass das Verfahren beendet wird. Aber Sie sehen sozusagen, dass diese ganzen Wertungen eben jetzt nicht mehr eine alleinige Entscheidung des Unternehmens sind, sondern wie gesagt von uns überprüft werden können. Das Verfahren ist jetzt ein bisschen, hat sich verändert, insofern als es auch ein kartellrechtliches Verfahren parallel gab. Da gab es eine Beschwerde von, ich glaube, Burda war das, die netdoktor.de rausgeben. Das Landgericht München hat im einstweiligen Verfahren dann gesagt, das dürft ihr nicht, diese Zusammenarbeit verstößt gegen das Kartellrecht, und zwar sowohl gegenüber dem BGM als auch gegenüber Google. Dann war so ein bisschen unklar, wie es weitergeht, und jetzt ist die Kooperation auch eingestellt, sodass wir eigentlich über einen vergangenen Fall reden, den wir aber trotzdem medienrechtlich jetzt zu Ende führen wollen.
in einem Feststellungsverfahren, weil es sozusagen als Grundsatzfrage aus unserer Sicht noch weiter interessant ist, das einmal zu klären. Das ist das erste Verfahren auf Basis des Medienstaatsvertrags gewesen. Es gibt akut noch weitere Verfahren, die ich hier nun nenne. Es gibt Beschwerden von Regionalverlagen, die nicht beim Google News Showcase mitmachen. Die sagen, dass sie dadurch diskriminiert sind. Dann gibt es die Frage, ob der Google News Showcase jetzt schon sozusagen diese Transparenzanforderungen erfüllt. Und seit Montag gibt es ja Facebook News oder die Facebook News Initiative als ganz neues Verfahren, in dem sehr viele deutsche Verlage auch mitmachen. Das ist ein potenzielles auch Verfahren, wo man sich fragen kann, wie ist da sozusagen Fairness, Diskriminierungsfreiheit gewährleistet. Aber das wäre ein Blick in die Zukunft, ohne dass ich das beschwören will. Das ist jetzt sozusagen unser klassisches medienrechtliches Verfahren. Ich möchte ein Beispiel noch nennen, der sozusagen auch zu dem Titel passt. Wie läuft sowas eigentlich, wenn ich dann gegenüber einer internationalen Plattform auch Änderungen auf der Plattform durchsetzen will? Das Beispiel ist frei zugängliche Pornografie auf Twitter. Also frei zugängliche Pornografie ohne Jugendschutzsperre ist in Deutschland verboten. Die Verbreitung derselben ist sogar eine Straftat. Twitter kennen wir ja meistens sozusagen als eher politisches Medium, aber Sie können auch spezielle Angebote aus dem Vollerotikbereich auf Twitter beziehen. Und da haben wir gesagt, das gucken wir uns mal ein bisschen genauer an, sind auf Twitter-Profile gestoßen, wo wir sozusagen den eigentlichen Inhalteanbieter oder in diesem Fall wirklich die Inhalteanbieterin nicht gefunden haben und haben dann zu Twitter gesagt, du Twitter, bei dir sind Angebote, die sind nach deutschem Recht nicht zulässig. Und dazu muss man wissen, Herr Schmidt hat es ja genannt, dass es Plattformen sind, die eigentlich für die Inhalte erstmal nicht verantwortlich sind, die bei Ihnen sind, weil Sie andere einstellen. Aber sogenannte Host-Provider-Haftung, Notice und Takedown. In dem Moment, wo ich der Plattform sage, da ist ein Inhalt, der nicht in Ordnung ist, muss der Inhalt gelöscht werden. Oder entsteht eine Verantwortlichkeit für den Inhalt auf dieser Plattform. Und das haben wir in diesem Fall getan. Wir haben Twitter angeschrieben und haben gesagt, bei dir sind Inhalte, die nicht richtig sind, tu was dagegen. So, und jetzt, um mal so zu zeigen, wie lange sowas dauert, wenn man es dann einmal ordentlich macht. Wir haben im vierten Quartal 2019 Twitter geschrieben, ey, ihr habt einen Jugendschutzverstoß. Daraufhin hat Twitter erstmal gesagt, MHSH, Norderstedt, Hamburg, Schleswig-Holstein kenne ich gar nicht. Ich bin irisches Unternehmen oder ich bin ein amerikanisches Unternehmen mit Sitz in Irland. Ich ignoriere dich nicht mal. Dann haben wir ein vorgesehenes Informations- und Konsultationsverfahren gemacht gegenüber der EU-Kommission und der irischen Medienaufsicht. Das ist das nach EU-Recht vorgeschriebene Verfahren, wenn ich auf einen Anbieter zugehe, der seinen Sitz im Herkunftsland in der EU hat. Dann haben wir zugestellt an den Zustellungsbevollmächtigten von Twitter, nachdem die irische Medienaufsicht gesagt hat, ja, das könnt ihr tun und die EU gesagt hat, okay, wir wissen jetzt, dass ihr das tut. Und dann haben wir einen klassischen deutschen Verwaltungsakt erlassen, in dem wir gesagt haben, dieser Inhalt, der darf in Deutschland nicht zugänglich sein. Diesen Verwaltungsakt haben wir dann mit einer KJM-Entscheidung, Kommission für Jugend- und Medienschutz, zugestellt. Und das für mich Interessante war, dass dann Twitter die Inhalte gelöscht hat. Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich damit nicht wirklich gerechnet hatte, weil das hochinteressante europarechtliche Fragen eigentlich dahinter stehen könnten. Aber wir haben, das kann man jetzt sagen, das erste Mal einen deutschen Verwaltungsakt gegenüber ein nicht in Deutschland ansässiges Unternehmen durchgesetzt mit einem medienrechtlichen Bescheid. Und dann haben wir gesagt, das versuchen wir jetzt nochmal und haben weitere Fälle gefunden. Und das Verfahren ist jetzt nicht mehr ein Jahr gedauert, sondern nur noch ein Quartal, also 4 Monate. Und nächste Woche haben wir eine größere Runde mit der Anwaltskanzlei von Twitter und Twitter selbst, wo wir darüber reden, wie können wir dieses Verfahren jetzt eigentlich so machen, wir melden, ihr löscht. Also ein klassisches sozusagen Löschverfahren, wie wir das bei Volksverhetzungsposts zum Beispiel von Facebook und YouTube auch schon können. So, das war jetzt ein bisschen speziell verwaltungsverfahrensrechtlich vielleicht, aber ich wollte mal illustrieren, dass man doch mit einer gewissen Hartnäckigkeit Präzedenzfälle schaffen kann und auch auf Basis, wie gesagt, vom deutschen Medienrecht Erfolge erzielen kann.
Und ohne jetzt den Titel zu sehr in Anspruch nehmen zu wollen, einen kleinen medienrechtlichen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt vielleicht zu leisten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank für diese Einblicke. Das hat, glaube ich, gezeigt, dass man die Möglichkeiten des deutschen Medienrechts nicht unterschätzen sollte. Aber es wurde auch mehrfach auf die europäische Ebene schon verwiesen. Ganz zu Anfang, aber auch eben bei der Frage, wie grätscht da eigentlich das Europarecht möglicherweise rein, wenn ein Regulierer versucht, hier auf Grundlage deutschen Rechts tätig zu werden. Auf europäischer Ebene passiert extrem viel im Augenblick. Es ist auch für Expertinnen sehr schwierig, den Überblick zu behalten. Es werden ganz viele Abkürzungen durch die Luft geworfen, AVMS, DSA, DMA und so weiter. Mein Eindruck ist manchmal, dass es erst aufhört mit neuen Entwürfen aus der Kommission, wenn ihnen die Konsonanten ausgehen, um neue Akronyme zu bilden. Und den Überblick hier zu behalten, hilft uns Amelie Held. Sie ist Researcherin am Leibniz-Institut für Medienforschung, auch beim FGZ aktiv und eine international ausgewiesene Expertin für Plattformregulierung. Bitte schön, Amelie. Vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung, heute zu sprechen. Ich würde Ihnen gerne noch vor der Diskussion einen kleinen Überblick geben, was gerade auf europäischer Ebene passiert. Und habe eine kleine Präsentation mitgebracht. Genau. Der digitale europäische Markt von morgen. Was sind eigentlich die europäischen Regeln für große Plattformen beziehungsweise Intermediäre, wie wir eigentlich vorhin gehört haben, richtigerweise, wenn es eben um Inhalte geht. Kurz zum Kontext: Warum gibt es jetzt eben eine Novellierung der europäischen Regeln, was ist in den letzten immerhin jetzt auch schon fast 20 Jahren passiert. Zum einen gab es eben die E-Commerce-Richtlinie, die eben vor allem als Regulierung für den digitalen Binnenmarkt gedacht war und die aber schon von Anfang an geregelt hat, dass Plattformen eben nur unter bestimmten Voraussetzungen für die Inhalte ihrer Nutzer haften bzw. nicht haften. Es gab dann in den letzten Jahren, wie Sie bestimmt mitbekommen haben, eben diese wurde immer kontroverser diskutiert, inwieweit Plattformen nicht doch mehr Verantwortung übernehmen sollten für Inhalte wie Hate Speech oder eben Desinformation. Im Zuge dessen, gerade auch von deutscher Seite aus, gab es eben den Appell, doch mehr dagegen zu tun. Diese Selbstregulierungsinitiativen wurden als wenig erfolgreich eingeschätzt und daraufhin sind einige Mitgliedstaaten quasi vorgeprescht. Wir haben es ja jetzt auch mit dem MSTV gesehen, dass Deutschland da gerne eine Vorreiterrolle einnimmt. Das hat das BMJV eben auch getan, damals mit dem NetzDG, dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, in dem es eben die Plattform verpflichtet hat, auf das Melden von Inhalten zu reagieren in einem gewissen Zeitraum und eben bestimmte Inhalte dann auch zu entfernen. Ähnlich, wenn auch wenn es um ganz andere Inhalte geht, hat Frankreich zum Beispiel damals auch, also nach der Wahl von Präsident Macron 2017 eben ein Gesetz gegen Informationsmanipulation in Wahlperioden verabschiedet. Dann gab es eben noch das Gesetzesvorhaben der Loi Avia, was eben sehr dem NetzDG sehr ähnelt, aber in Frankreich eben vom Verfassungsrat gekippt wurde. Was ich damit sagen möchte, ist eben, dass einzelne Mitgliedstaaten reagiert haben und man eben sich die Frage gestellt hat, kommt es eben zu einer Fragmentierung innerhalb der EU? Und das kann man jetzt im Kontext dieses Vortrages oder dieser Veranstaltung sogar auch zweideutig verstehen oder auf zwei Ebenen. Zum einen eben die regulatorische Fragmentierung, weil eben ein sogenannter Flickenteppich der Regulierung entsteht, aber natürlich auch die Frage, ob diese Phänomene, die wir in der Online-Kommunikation beobachten können, zu einer Fragmentierung innerhalb der Gesellschaft führen. Daraufhin, was sollte passieren? Und ich glaube, dass es eben auch sehr oft aus europäischer Perspektive so gesehen wird,
das sind die amerikanischen Plattformen und wir müssen etwas dagegen tun. Das ist jetzt total überspitzt gesagt. Ich glaube nämlich nicht, dass es darum geht. Dieses neue Gesetzespaket, was jetzt eben verhandelt wird, beziehungsweise für das eben jetzt Entwürfe vorlegen, sind eben, deren Ziel ist es eben nicht, die großen Plattformen zu brechen. Ich habe dieses kleine Zitat von Christiane Kannenblei mitgebracht aus dem Kabinett von Frau Vestager, die gesagt hat, der DSA sollte die StVO des Internets werden. Also es soll eben eine Art Straßenverkehrsordnung sein. Das heißt, jeder hält sich dran, aber sie ist eigentlich relativ neutral und bewertet nicht, wer mit welchem Auto unterwegs ist. Es geht eben also um ein einheitliches europäisches Regelwerk und vor allem darum, den Schutz der Grundfreiheiten zu garantieren und eine gewisse Rechtssicherheit für Unternehmen im digitalen Binnenmarkt zu sichern. Das ist sozusagen das übergeordnete Ziel. Und jetzt habe ich noch einzelne Regelungen mitgebracht, um Ihnen zu verdeutlichen, was in diesen Entwürfen steht. Also wie gesagt, das große Ziel ist eben mehr Verantwortung, auch mehr Haftung im Vergleich zur E-Commerce-Richtlinie und ein harmonisierter Verbraucherschutz. Zum einen der DSA, der Digital Services Act, der wahrscheinlich den meisten bekannt ist, der richtet sich eben gegen rechtswidrige Inhalte. Wichtig dabei ist eben die Unterscheidung, dass wir auch oft Inhalte sprechen, die nicht unbedingt rechtswidrig sind, die weder eine Beleidigung noch eine Volksverhetzung beispielsweise darstellen, aber dennoch ungewollt sind. Der Digital Services Act wird aber eben nur Anwendung auf rechtswidrige Inhalte finden und diese Rechtswidrigkeit, die Frage, was rechtswidrig eigentlich ist, bleibt den Mitgliedstaaten überlassen. Darüber hinaus soll der Digital Services Act aber auch gegen mögliche negative Auswirkungen von systemischen Risiken auf Gesellschaft und Demokratie wirken. Das heißt, gerade Desinformation oder auch andere missbräuchliche Aktivitäten sollen oder die Plattformen sollen eben mehr Verantwortung dafür übernehmen. Darüber hinaus das sieht man, erkennt man daran, dass eben gerade Artikel 12 Absatz 2 auf die Grundrechtecharta der Europäischen Union verweist und auf den EU-Aktionsplan für Demokratie, auf den ich gleich noch eingehen möchte. Und eben auch im Artikel 26 zum Beispiel auf andere Grundprinzipien wie eben Privat- und Familienleben, Freiheit der Meinungsäußerung und der Informationsfreiheit, Verbot der Diskriminierung und Rechte des Kindes bei großen Online-Plattformen verweist. Dann gibt es eben noch den Digital Markets Act und der soll sich eben gegen unfaire Praktiken und mangelnde Anfechtbarkeit von bestimmten Unternehmen richten. Die Idee ist da, dass eben es handelt sich eben nicht um klassische Intermediäre, wie wir sie jetzt definiert bekommen haben, aber dennoch hat natürlich auch die Marktposition einen gewissen Einfluss auf die Meinungsbildung, weil dort eben alle diese Plattformen natürlich bestimmte Inhalte anzeigen. In Artikel 3 des DMAs werden eben benannt, was man unter Gatekeepern versteht im Sinne des Europarechts oder der Plattformregulierung. Und dann vor allem gibt es eine gewisse Art der Steuerung in Richtung eines öffentlichen Interesses. Und zwar, indem man bestimmte Unternehmen befreit von den Pflichten. Und das sind eben, wie Sie hier sehen, in Artikel 9 DMA sollen das eben solche Unternehmen sein, die aus zwingenden Gründen des öffentlichen Interesses handeln, nämlich für öffentliche Sittlichkeit, öffentliche Gesundheit und öffentliche Sicherheit. Der dritte Act, der immer im Zuge dessen genannt wird, ist eben der Data Governance Act. Der zielt darauf ab, die Verfügbarkeit von Daten zur Nutzung zu fördern, indem das Vertrauen in bestimmte Datenmittler gefördert wird und die Mechanismen für eine gemeinsame Datennutzung innerhalb der Europäischen Union gestärkt wird. Neu daran ist eben die Idee des Datenaltruismus. Wollte ich hier noch hervorheben und gerade eben auch
in Artikel 19 Absatz 2 die Datenverarbeitung für Zwecke von allgemeinem Interesse. Also anerkannte datenaltruistische Organisationen bekommen eben Zugang oder können eben Daten anders verarbeiten als die, die nicht dazu bekommen. Fraglich bleibt dabei dennoch der Begriff des allgemeinen Interesses und darüber hinaus sind es ja hier nur Entwürfe, also wir werden sehen, was davon übrig bleibt in ein paar Monaten und wie diese Normen dann auch angewandt werden. Man kann dennoch erkennen, dass es eben zu einem mittelbaren Schutz von Grundrechten kommt, auch wenn wir hier hauptsächlich über Wirtschaftsregulierung sprechen und eben auch die Werte der EU-Verträge eine große Rolle spielen. Die Europäische Union möchte damit natürlich auch hohe Standards aufrechterhalten und das öffentliche Recht oder das öffentliche Interesse in diesen Tech-Bereich hineinbringen. Zwei weitere Vorschläge oder Vorhaben der EU, zum einen der Democracy Action Plan, das ist sozusagen eine Novellierung gewisserweise des Code of Practice gegen Desinformation. Hier sind aufgelistet eben 6 Maßnahmen, die sich konkret gegen Online-Plattformen richten. Ist jetzt kein Rechtsakt in dem Sinne, also kein Entwurf eines Gesetzes, kein Gesetzesentwurf, aber eben ein konkretes Vorhaben, das in den nächsten Jahren umgesetzt werden soll. Und da sehen Sie eben zum einen, die Qualität von Informationen soll eben verbessert werden, aber auch der Zugang zu Daten und eben auch, was wir heute vor allem sehen oder was für heute eben vor allem interessant ist, ist der Punkt 2, nämlich die Unterstützung einer angemessenen Sichtbarkeit von zuverlässigen Informationen, von öffentlichem Interesse und der Schutz von Meinungsvielfalt. Genau, das ist, würde ich sagen, hier besonders hervorzuheben. Ja, und über das Medienrecht hinaus sprechen ja alle eigentlich auch noch über künstliche Intelligenz. Und auch da hat sich eben die EU schon nach vorne gewagt und als erste Gesetzgeber da einen Entwurf vorgelegt für eine KI-Regulierung. Ich habe jetzt auch nur ein Zitat mitgebracht, nämlich dass das Ziel der Europäischen Union nämlich ist, sich da weltweit eben als Leader hervorzuheben für eine sichere, vertrauenswürdige und ethische künstliche Intelligenz. Also auch das ist eben zeigt, da möchte die EU eben als Vorreiterin im Bereich der Regulierung vorpreschen und eben auch möglicherweise Standards entwickeln, die durch andere übernommen werden können. Zum Schluss, mit Blick auf die Zeit, würde ich es soweit zusammenfassen, zu sagen, dass eben die EU die Grundrechte der EU-Bürgerinnen und Bürger viel mehr im Blick hat als noch zu Zeiten der E-Commerce-Richtlinie und dass eben diese Verknüpfung zwischen Digitalwirtschaft und öffentliche und individuelle Meinungsbildung viel mehr in den Vordergrund gerückt ist und eben auch, dass die Risiken des Geschäftsmodells der Online-Plattform erkannt wurde und eben jetzt dieser Balanceakt gelingen soll zwischen Innovationen fördern und dennoch Grundrechte der Nutzerinnen und Nutzer schützen. Insofern vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf die Diskussion. Vielen lieben Dank für diesen Überblick. Ich hoffe, es raucht Ihnen nicht zu sehr der Kopf, aber uns schien wichtig, dass Sie über diese vielen Dinge, die sich da auf europäischer Ebene tun, einen Überblick bekommen. Ich würde jetzt die Diskussion eröffnen. Wir haben noch knapp 20 Minuten und wenn Sie Nachfragen haben an die Referentin oder die Referenten oder insgesamt einen Beitrag machen wollen, dann seien Sie so nett, das über WM oder irgendeinen anderen erkennbaren Code im Chat zu signalisieren, dann würde ich Sie rannehmen. Das kann ein Meinungsbeitrag sein, das kann eine Nachfrage sein. Ich sehe Herrn Becker, zwar nicht im Chat, aber doch erkennbar. Bitte schön. Ich hätte eine Frage, Frau Held, zu dem, wenn ich das richtig verstanden habe, Democracy Action Plan hieß das. Der eine Part hieß es, man möchte versuchen, die Monetarisierung der großen Plattformen zu reduzieren mit Fake News.
wie soll denn das vonstatten gehen? Also in welchem Maß soll das denn funktionieren? Sagt man denn, man zieht da immer 20% der Werbeeinnahmen ab oder ich kann damit gar nichts anfangen? Also vielen Dank für die Frage. Diese ganz konkrete Ausarbeitung, also wie gesagt, das sind erstmal große Linien, die gerade erarbeitet werden. Diese Action Plan beschreibt eigentlich auch nur, dass die EU eben bestimmte diese bestimmten Linien umsetzen möchte. Wie jetzt ganz konkret das vonstatten gehen soll, wird darin noch nicht beschrieben. Also diese sechs Maßnahmen sind eben sozusagen die großen Linien dessen, was im kommenden Jahr vorgeschlagen werden soll. Genau, ganz jetzt die konkrete Umsetzung steht da noch nicht fest. Weil wenn das funktionieren würde, es wäre ja super. Ja, also ich glaube mal, dass da, also ich habe jedenfalls noch nichts gehört, was da irgendwie eine geniale neue Idee dahinter sein könnte, sondern es geht, glaube ich, schlicht darum, dass man sagt, auch mit diesem Content wird Aufmerksamkeit generiert und damit eben auch Geld. Und wenn man es schafft, einen Mechanismus zu entwickeln, der zur Löschung dieses Contents führt, dann ist das auch für die nicht mehr interessant, die solche Sachen aus finanziellen Gründen da reinposten. Also das, aber vielleicht kommt auch irgendeine Idee, die noch ganz neu ist. Aber wie Frau Held schon sagt, die haben wir bisher noch nicht jetzt in den Dokumenten der Kommission entdecken können. Gibt es weitere Anmerkungen oder Fragen dazu? Zu allen Vorträgen natürlich. Ist das, was am Schluss war, immer am meisten in Erinnerung. Aber Sie können auch gerne noch zum Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt oder zu den medienrechtlichen Möglichkeiten eine Frage stellen. Jetzt habe ich im Chat extra für Held zur Eile gemahnt, damit wir Zeit haben, hier noch zu diskutieren. Herr Behling, das ist eine Wortmeldung. Richtig, vielen Dank. Gerne. Vielen Dank auch für alle Vorträge. Ich finde, man sieht, wie sozusagen auch mit den neuen rechtlichen Möglichkeiten, aber wie sozusagen Jahr für Jahr jetzt immer man sich sozusagen in die Felder reinarbeitet. Im Grunde könnte man die, wenn man sich mal die Industriegeschichte angucken würde, sehen, dass das auf anderen Feldern auch so war, dass man am Anfang vielleicht die großen Chancen von neuer Technik gesehen hat und dass dann die Risiken immer klarer wurden. Stichwort Atomkraft. Ich finde, wir müssten noch stärker den Blick auch wirklich richten auf die Verantwortung der Betreiber und der Plattform, die schließlich viel Geld verdienen. Wir würden es ja keiner Fluggesellschaft durchgehen lassen, wenn die sagt, wir stellen da so eine Blechkiste mit Flügeln hin, aber mit der Wartung kommen wir nicht so richtig hinterher. Gute Reise. Also die Frage, wie wird auch letztlich Recht, was jetzt geschaffen wird, durchgesetzt? Also das berührt Medienanstalten und Regulierungsaufsicht, mit wie vielen Menschen wird da drauf geguckt, reingeguckt. Wenn man sich mal die Kommentarspalten anguckt auf bestimmten Seiten, was dort in rechtswidrigen Dingen abgesondert wird, wie kommen wir da nicht hinterher? Das berührt aber auch Polizei und Staatsanwaltschaften, zum Beispiel, wenn es darum geht, nicht nur zu löschen, sondern auch strafzuverfolgen. Wie sind die eigentlich ausgestattet in den Bundesländern und im Bund? Und was passiert da eigentlich parallel, um auch das Recht durchzusetzen? Das ist, finde ich, wir sind in einer Phase, wo nicht nur analysiert werden darf, sondern wo jetzt auch gehandelt werden muss, wie es in Einzelfällen jetzt da eben auch geschieht. Aber wie schwer das ist, kann man auch an dem Fall Lübcke und YouTube sehen, wo sozusagen vom Bundespräsidenten abwärts nach dem schrecklichen Mord darauf hingewiesen wurde, auf die Verantwortung der Plattformbetreiber. Und wenn Sie eingeben, Lübcke bei YouTube, werden Sie immer noch Videos finden, das Video finden, was letztlich dann auch zur Lebensgefahr für den Mann geworden ist. Mit einem Schnipsel aus seiner Rede, womit emotionalisiert wurde, bis schließlich irgendjemand auf seiner Terrasse stand. Und es finden sich heute noch darunter Kommentare, die diesen Mord gutheißen, die ihn verhöhen, das Opfer verhöhen. Es gab erst durch massive Intervention der Medienanstalt Hamburg-Schleswig-Holstein zumindest die Löschung einzelner Kommentare, in der weitere Namen genannt wurden, die jetzt vielleicht auch demnächst mal dran sein sollten. Also wo ist denn da bei YouTube die Verantwortung, wenn man diesen Vorgang verfolgt hat als Erwachsener, vernünftiger Mensch, dann auch selber dafür zu sorgen, dass solche Sachen deaktiviert werden, dass das verschwindet, weil es sozusagen ständig die Gefahr in sich birgt, dass aus Worten und aus Videos auch Taten werden. Und da, denke ich, zeigt sich, dass da ein strukturelles und systematisches Vernachlässigen stattfindet. Und insofern muss das Recht dann auch gegenüber solchen großen Spielern durchgesetzt werden, so schwer das auch ist. Ja, ich sah Herrn Fuchs nicken. Willst du dazu noch was sagen oder reicht die Zustimmung per Kopf?
Herr Behling spricht ja ein richtiges Thema an. Und in der Tat ist es so, dass wir zum Beispiel bei diesem Fall der Lübcke-Videos ja mit YouTube auch im Austausch waren und in der Tat einige Löschungen erreichen konnten. Aber man auch sagen muss, dass das Unternehmen sehr, sehr hart am Recht argumentiert, also eine sehr restriktive Auslegung des Strafrechts vornimmt, also Stichwort Volksverhetzung bzw. Verunglimpfung Verstorbener. Und das dann aber irgendwann für einen Punkt erreicht, wo man medienrechtlich dann nichts mehr tun kann, weil ja die Löschpflicht sich nur auf rechtswidrige, in diesem Fall strafrechtlich rechtswidrige Inhalte bezieht. Und wenn man dann sagt, in der Abwägung mit Meinungsfreiheit geht es noch so gerade, dann sind uns die Hände gebunden. Warum das nicht aufgrund der Community Guidelines zu löschen gewesen war, das habe ich bis heute nicht ganz verstanden, aber in diesen Fällen jetzt. Aber das sind dann eben in der Tat unternehmerische Entscheidungen, an die wir dann rechtlich leider nicht mehr drankommen. Vielleicht noch, genau, also ich glaube, man muss da eben schon auch sehr aufpassen, dass es eben nicht, oder Sie sprachen ja auch an die Staatsanwaltschaften beziehungsweise die Rechtsverfolgung. Ich glaube, da kann viel mehr investiert werden, als jetzt immer wieder zu verlangen, dass es irgendwie zu einer Verschärfung des Rechts kommt. Also ich glaube, dass wir gerade ein großes Thema mit der Rechtsdurchsetzung haben, wohingegen das Vorverlagern des Strafrechts eben zu größeren Freiheitseinschränkungen führt, beziehungsweise es gibt immer einen Weg daran vorbei, sowohl für diejenigen, die solche Sachen posten, als eben auch für die Plattformen in der Tat. Und es gibt ja jetzt auch Rechtsprechung auf EU-Ebene, die eben fordert, dass man die Entfernung von sinngleichen oder ähnlichen Posts verlangen kann. Aber auch da, man möchte natürlich auch nicht zu viel einschränken, beziehungsweise es ist eben immer ein Balanceakt, wenn wir auch an die Diskussion um Upload-Filter oder Filtertechnologien denken. Man will eben auch nicht, dass alles durchkämmt und oder entfernt wird. Also ich glaube, es ist sehr schwierig, glaube aber, dass wirklich ein sehr wichtiger Punkt die Rechtsdurchsetzung ist und dass wir da immer noch, also dass es da, glaube ich, weder die Mittel noch das Personal für gibt. Leider. Ja, in der Tat. Ein wichtiger Punkt und ein schwieriger Punkt, weil diese Frage Grenze ist da, wo die Grenze der Rechtswidrigkeit ist. Das kann man auf der einen Seite kritisieren, das hat auf der anderen Seite auch einen guten Grund. Nicht? Ich zitiere nochmal den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, was man nicht oft genug machen kann. Auch das, was die Mehrheit verstört an Kommunikation, ist von der Meinungsfreiheit geschützt. Und soziale Medien haben einfach mit sich gebracht, dass Sachen beobachtbar sind, die immer schon da waren, aber jetzt von der Gesamtgesellschaft beobachtet werden können. Und damit kommen solche Verstörungen häufiger vor, als das bisher der Fall ist. Weitere Fragen oder Anmerkungen dazu? Jochen Fasko hat die Hand gehoben. Oh ja, jetzt sehe ich es auch. Bitte schön, Herr Fasko. Dankeschön, auch danke für die spannende Veranstaltung. Ich möchte, und auch die tollen Vorträge, ich will auch immer noch mal aus einer Sicht eines Flächenlandes, das auch, ich sag mal, gewisse Entwicklungen ja hat, auch politische Entwicklungen, oder zumindest erleben wir auch gerade, vielleicht auch mit Blick auf den 6. Juni, wieder Dinge, die wir gar nicht so sehr wollen, dass es unglaublich wichtig ist, dass wir Verantwortung, dass wir Information, Meinungsbildung, aber genauso Schutz und Regulierung im Blick haben. Wir haben bei der Pandemie ja gelernt, dass Regeln nichts bringen oder fast nichts bringen, wenn wir sie auch nicht oder die maßgeblichen sie berücksichtigen. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, neben dem, was wir gerade gehört haben, auch den Bereich der Medienbildung, des Verstehens, der Verantwortung, auch des Akzeptierens von Verantwortung bei vielen, vielen Marktteilnehmern und Akteuren auch ein Stückchen stärker bewusst zu machen. Und neben einem Verstehen und Wissen und dann auch regulieren, europäisch bis vielleicht sogar regionaler, von Intermediären oder von Handeln und Akteuren im Netz, ist es eben auch ganz wichtig, dass wir es irgendwie schaffen, dass Menschen, junge Eltern und Ältere, dass wir es schaffen, diesen Kosmos zu verstehen, auch die Formen von Manipulation, ökonomisch, politisch, aber auch von
von Veränderungen zu begreifen und sich damit auseinanderzusetzen. Und das am Ende dazu führt, das, was auch Thomas Fuchs und andere oder Schulz und andere gesagt haben, einen Diskurs für Demokratie auch weiterhin möglich zu machen. So gesehen ist auch sehr spannend, dass Zusammenhalt als großer Begriff vielleicht auch wirklich die nächsten Jahre uns sehr stark prägen wird. Also mein Petitum ist einfach, die Arbeit von vielen, vielen Partnern, auch Landesmedienanstalten, aber in diesem Bereich, in Akteuren in diesem Bereich, gut zu heißen und wichtig zu heißen, aber auch deutlich zu machen, dass hier noch sehr, sehr viel Luft nach oben ist und wahrscheinlich auch entweder die Akteure selbst, auch die Intermediäre, sich mal die Nase greifen müssen oder sie in irgendeiner Art und Weise sie ein System oder ein Arbeitsfeld sponsern, unterstützen, fördern müssen. Keine Ahnung, dass diese Form von Diskurse und Verständnis und am Ende von Medienbildung auch ermöglicht und unterstützt. Vielleicht mal soweit. Vielen Dank. Weitere Fragen oder Anmerkungen? Muss man ein bisschen gucken, gleichzeitig im Chat und oben, dass ich niemanden übersehe. Sonst wäre im Augenblick keine Frage mehr. Ah, da sehe ich Sie. Frau Lovenz, bitte. Ja, vielen Dank. Da sitzen jetzt so viele schlaue Menschen zusammen und ich kriege immer dieses Unwohlsein nicht übereinander bei diesem Thema mit der Marktmacht durch die Exklusivität der Plattformen und Netze. Ich weiß gar nicht, ob das zusammengehört und wenn ja, wie und ob es da auch regulatorische Ansätze gibt. Aber ich habe den Eindruck, dass durch die Marktmacht einzelner Player, die sich durchgesetzt haben, aufgrund ihrer exklusiven Zugänge, das Problem auch nochmal verstärkt wird. Ja, das ist wahrscheinlich so. Das will jemand dazu noch spezifisch etwas sagen. Ich meine, das ist ein Punkt, der unser Medienrecht ja auch sehr, ich sehe, die Held Nicken beschäftigt, also auch zum Teil aber eine offene Frage. Also das Bundesverfassungsgericht hat in einer Entscheidung noch offen gelassen, wovon hängt es eigentlich ab, wie stark jetzt Unternehmen an Grundrechte gebunden sein können, auch wenn sie jetzt keine private Akteure sind, die da eigentlich nicht dran gebunden sind. Also da kennt sich Frau Held viel besser aus als ich, aber ich bringe es mal auf die Diskussionsfläche jetzt hier. Und da ist die Marktstellung ein Argument, was ein Argument sein kann. Herr Rathke. Ja, sorry, ich kenne mich mit Zoom nicht ganz so gut aus hier, merke ich gerade. Ja, ich glaube, das war der Gedanke, den ich am Anfang auch versucht habe zu machen, und dass man das Medienrecht heute, glaube ich, auch vor dem Hintergrund der ökonomischen Grundstrukturen immer wieder überprüfen und ganzheitlicher, glaube ich, beurteilen muss. Das war ja in den letzten beiden Gedankenaustauschen eben auch dabei. Also es geht nicht mehr im engeren Sinne um ein medienrechtliches Beurteilungsthema, sondern ich glaube, wir müssen die medienrechtlichen Beurteilungshorizonte ein Stückchen nach außen verschieben und andere Rechtsgebiete mit in Betracht ziehen, damit eben alle Akteure mit ihren politischen und auch juristischen Meinungen darauf einwirken können. Und das, was Sie beschreiben, glaube ich, ist Fakt. Also Ökonomie schafft hier einfach Bedingungen, die wir uns zusammen bestens angucken müssen. Herr Fuchs. Vielleicht nur ganz kurz an der Stelle, weil es uns die Rahmen sprengt. Aber was aus meiner Sicht sehr, sehr interessant wird, wird das Kartellrecht sein. Das ist ja gerade frisch geändert worden. Und es war diese Woche auch in der Presse, dass das Kartellamt jetzt ein Marktverfahren gegen Google auch einleitet. Gegen Amazon und Facebook gibt es schon welche. Wir haben auch in 2 Wochen ein Treffen mit Herrn Mund. Also ich glaube, das ist genau dieser Punkt, den Sie angesprochen haben, diese Verknüpfung von Marktmacht und unserer medienrechtlichen Perspektive. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Und da hat das Kartellamt jetzt eine besonders starke Position, weil es eben die Unternehmen überprüfen kann, ganz unabhängig vom konkreten Fusionsvorhaben, sondern sozusagen abstrakt gucken kann, bist du im Bereich der Datensammlung zum Beispiel marktmächtig. Und das wird, glaube ich, ein sehr wichtiger Ansatz für das gesamte Thema werden. Okay, vielen Dank. Ich sehe im Augenblick keine weiteren Wortmeldungen. Dann neige ich dazu, ich gucke noch mal einmal kurz in die virtuelle Runde,
dann neige ich dazu, die Veranstaltung tatsächlich auch fast pünktlich abzumoderieren und mit drei Sätzen von meiner Seite vielleicht noch zu versehen. Der erste Satz ist, ich glaube, es wird deutlich, auf der einen Seite, wir werden sowas wie gesellschaftlichen Zusammenhalt nicht herbeiregulieren können, aber die Frage unserer Medienordnung wird dabei eine wichtige Rolle spielen, wie dieses Zusammenleben in der digitalen Gesellschaft tatsächlich funktionieren kann. Und deshalb sind solche zum Teil auch tastenden, zum Teil auch, glaube ich, kritikwürdigen gesetzgeberischen Versuche wichtig, einfach mal zu gucken, was kann man hier machen, und zwar zu gucken aus der spezifischen Perspektive gesellschaftlicher Kommunikationsinteressen und nicht allein wirtschaftlicher Interessen. Der zweite Punkt ist der, und das wurde eben noch mal von einigen angesprochen, diese Interessen und die Regulierung lässt sich aber nicht trennen von der ökonomischen Regulierung. Und deshalb drohen auch wieder die Konflikte, die wir im Medienrecht immer wieder aufpoppen haben, wenn es hier Fragen gibt. Das ist das Verhältnis Bund und Ländern, Länder zuständig für Medienregulierung, Bund für die wirtschaftlichen Fragen, die Sache auf europäischer Ebene, was muss eigentlich da geregelt werden, die EU aber ohne Kompetenzen im Bereich jetzt dieser Fragen, zum Teil unklare Kompetenzen, wenn es nicht spezifisch um Medien, aber um funktionierende Kommunikationsstrukturen geht. Da wird sich noch einiges tun, was zum Teil recht nicht technisch, aber zum Teil auch handfest bedeutsam ist für unsere Gesellschaften, wer hier eigentlich aktiv werden soll. Das ist für alle, die hier dabei sind, eine extreme Herausforderung, auch für uns in der Wissenschaft. Aber wir haben ja die Freude, dass wir dafür zuständig sind, komplexe Dinge auseinander zu knüpfen. Und da wollen wir auch versuchen, im gesellschaftlichen Zusammenhaltskontext Beiträge zu leisten. Und sind dankbar, dass wir das mit Partnern wie der Handelskammer und der Medienanstalt in solchen Symposien oder anderen Kontexten machen können. Und jetzt kommt für mich der größte Verlustmoment, weil eigentlich würde ich jetzt sagen, bitte auf die Dachterrasse der Handelskammer. Insofern kann ich nur auffordern, dass Sie sich auf andere Weise einen erbaulichen Nachmittag machen und bedanke mich nochmal bei allen der Referentinnen und den Referenten und vielen Dank für alle, die sich an der Diskussion beteiligt haben. Dankeschön. Vielen Dank. Wiedersehen. Danke. Bis.